Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Am Wochenende war das Tanzzentrum Lu Ausrichter des Formationstanzturniers in der Oberliga Süd 1 Latein. 9 Teams präsentierten sich in der Schulsporthalle des Schulzentrums Mundenheim, der Jury und den ca. 400 gekommenen Zuschauern. Die Turnierleitung um Nathalie Drees war ebenso professionell wie die Formationen. Im kleinen Finale tanzten TC Rot-Weiß Rüsselsheim, TSC Schwarz-Weiß Calypso Erbach und TSC Rot-Weiß Viernheim. Im großen Finale tanzten Tanzkreis Schwarzkult Altenburg mit der Formation A und B. B wurde Sechster vor der Tanzgemeinschaft Wiesbaden, Hofheim und Fischbach, gefolgt von BSG Groß-Gerau. Auf Rang 3 tanzte sich TSC Schwarz-Weiß Calypso Erbach. Zweiter und damit Vizemeister wurde Gastgeber Tanzzentrum Ludwigshafen. Finalgewinner mit einer einstimmigen Wertung und damit auch Gewinner der Oberliga wurde die A-Formation des Tanzkreises Schwarzkult Altenburg, die damit auch den Aufstieg in die Regionalliga geschafft haben. Birgit Schaller von Schwarzgold Altenburg. Sie haben hier gewonnen in Ludwigshafen. Wie sind jetzt die Gefühle? Haben Sie damit gerechnet? Ja, haben wir, weil wir haben schon alle Turniere bis jetzt gewonnen und haben auch heute damit gerechnet, ja. Wie geht es jetzt weiter? Wir werden ab nächster Woche für die Regionalliga trainieren, denn wir sind nun heute in die Regionalliga aufgestiegen und das bedeutet sehr viel Arbeit in einem Jahr. Und damit müssen wir nächste Woche beginnen. Die Patricia von TC Rot-Gold Zweibrücken, Sie sind Dritte geworden. Haben Sie mit dem Erfolg gerechnet? Nee, heute nicht. Also werden die ganze Saison vierten Platz. Die 3 heute mit nach Hause zu nehmen, ist echt toll. Und das zum Abschluss. Ich denke, spannt's an für die nächste Saison. Bitte? Und das zum Abschluss, spannt es an für die nächste Saison? Ja, auf jeden Fall. Also der dritte Platz freut uns sehr. Hoffentlich, wenn wir die nächste Saison halten können. Wir werden auf jeden Fall angreifen, hart trainieren. Ja. Steht vielleicht auch Regionalliga auf dem Plan? Ich weiß es nicht genau. Also ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Wie viel Mal trainieren Sie die Woche? 2-mal die Woche. Und wird jetzt heute noch gefeiert? Ja, heute wird noch ordentlich gefeiert. Es ist ja noch die Aftershow-Party. Ja. Und bei uns ist Konstanze Brückner vom Tanzzentrum Ludwigshafen heute den zweiten Platz bekommen. Wie ist die Freude? Super groß. Wir freuen uns total, dass wir den zweiten Platz gemacht haben und auch insgesamt Zweite geworden sind dieses Jahr. Herr Tietze, Zweiter geworden. Sie sind auch der Teamcampen. Wie freut man sich als Teamcampen auf so einen Erfolg? Das ist natürlich eine super Sache, einfach auch für das Team. Und wir tanzen ja als Team. Und Zweiter geworden, vor allem mit 4-2, das ist die beste Wertung, die wir bekommen haben in dieser Saison. Das ist einfach eine Top-Sache und ist auch nochmal eine Motivation natürlich für das Team für die nächste Saison. Tanzzentrum ist Zweiter geworden. Haben Sie mit diesem Erfolg gerechnet? Also wir müssen ehrlich sagen, Ende letzten Jahres haben wir noch nicht mit diesem Erfolg gerechnet. Das Team hat im letzten Vierteljahr nochmal extrem gearbeitet, sich extrem verbessert. Wir sind stolz auf unsere Mannschaft und freuen uns, den zweiten Platz zu haben.